Na. Ich weiß ja nicht, was du meinst. Also wenn du mir irgendeine Beschreibung geben kannst, dann... Also es ist so... Ach, keine Ahnung, Mann. Ist das auch ein Charakter, den er hier, gegen den wir kämpfen müssen? Keine Ahnung, man. So, hier, Kackhund, komm her. Oh, hier, Uka Uka meldet sich gerade aus wie in einem. Ach, da ist wieder einer live on Hitbox. Achso. Nee, nicht das. Das. Nicht das. Vor allem, weißt du, was das Geile ist? Hitbox hat einfach mal 7 Stunden von den 9 Stunden nicht aufgenommen. Das heißt, ich darf das erstmal jetzt von der Festplatte hochladen, was irgendwie so eine 5-Gigabyte-Datei ist. Das dauert jetzt wieder 10 Tage oder so. Bin mal gespannt. Ja, gut. Ja, das ist ein guter Winkel. Ja, das war ein perfekter Winkel. Ja, ich war so... Das ist voll lustig. Das ist so... Der hat noch so eine kleine Übergang. So eine... Oh, ich kann nicht reden. So einen kleinen du Übergang. Du ihn treffen kannst und du... er dich aber nicht. Guck, da zeigt er seinen Popo. Der hat sich nochmal so nach vorne gebückt. Danke dafür. Ja, aber ich finde das voll cool, dass da noch so ein ja. extra, wie heißt das Ding? Nicht Frame, sondern... Oh, leck mich, ey. Nee. Ich hab halt so viele Wörter nicht ein, das ist unfassbar. Aber ich weiß, was du meinst. So, jetzt haben wir wieder nur eine halbe Energie. Extra Motion. Kleine extra Bewegung. Bestimmt irgendwas mit G, keine Ahnung. G. Der noch mit seinem Nahkampf-Scheiß, ne? Der kann Fernkampf machen und Nahkampf, der Wichser. Boah, du, vor allem, du hast echt kaum Ausweichplatz. Ja. Das ist echt übel. So, jetzt muss ich mich vernünftig anstellen. Will er heute vor allem, der kann in der Luft kann der auch noch verschieden stehen bleiben. Das ist natürlich noch fieser dann. Boah, ist das einfach ein Kacksack, ey. Ja, gut. Oh. Ich spring da auch noch immer rein, ne? Ja, du willst aus Reflex ausweichen, aber dann ist er schon einen Tacken schneller. Hör mal auf mit deinem Nahkampf, Mann! Oh, ich hab nur noch einen Balken. Das ist noch ein weiterer Charakter, gegen den wir kämpfen müssen. Nahkampf-Man. Nahkampf-Wichser-Man heißt er dann. Nahkampf-Wichser-Man. Wenn er ja nur Nahkampf könnte, wäre es ja okay. Ja, aber so eine Mischung dann und dann auch so verschiedene Stufen dann noch, so mit den Winkeln, wie er schießt und alles. Ey, das war gut. Ey, super! Wow! Nein. Ich hab in die falsche Richtung schon wieder geschossen. Oh, 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 aber gut ausgewichen. Das ist immer 2-2, wenn er schießt. Also 2 unten, 2 oben und andersrum. Genau, ja. Nein. Nein! Oh, ich könnte diesen Drecks-Controller kaputt brechen, ne? Nein! Scheiße! Oh, das war so knapp! Ach, Mann! Nochmal? Boah, ey, das würde mich ab... Ja. Aber das würde mich aber auch richtig abfacken, ehrlich gesagt. Das boah, ist so kurz, weil es so knapp ist. Ja. Scheiß verfickter Needleman, ey. Die sind alle so schwer. Wir müssen dazu übergehen, die mehr zu beschimpfen. Das ja. hilft. Gegner beschimpfen, das hilft immer. Jetzt bin ich zu ungeduldig, ey. Oh. Ja. Leckt mich alle fett. Lag. Oh, aber da... Ja.
Ich weiß nicht, vielleicht bist du auch bei denen da vorne jetzt gerade so ein bisschen zu sehr auf Action so geballt gewesen, dass du unbedingt die bekämpfen willst, wo es vielleicht besser gewesen wäre für deine Gesundheit, wenn du denen einfach ausgewichen wärst. Weil wenn die da runterkommen, dann kannst du ja da hochspringen, die kommen ja nicht wieder hoch dann hinterher. Zumindest sah das so aus. Ja, aber... Ja, ich weiß, du willst das alles kaputt maschen, ja, und bashen. Ja, weil es sich einfach so gehört. Ja, das verstehe ich ja auch. Aber ich sag mal für, ne, also, ja. Ne. Oh. Ne. Naha, Hanna. Naha, naha. Ey, den habe ich jetzt aber nicht berührt. Manna, manna, manna. Vor allem, du kriegst ja auch so gut wie kaum Items, ne, so irgendwie so health-mäßig. Nö, nee, gar nichts. Du denkst dich auch, das Spiel fick dich, Julia. Was soll ich dir ja, was eben geben? Julia, nee. Nee, kriegst nix. Ich fand ja die Bilder von dir interessant, die du gestern im Stream gepostet hast. Da habe ich dich ja bei dem letzten, wo du ja, ich glaube, war das irgendwie Firmung oder Konfirmation? Konfirmation oder so? War das, ja. Konfirmation, da habe ich dich ja überhaupt nicht wieder erkannt. Krass. Die sah doch auch schlimm aus. Auch. Mit so langen Haaren und alles. Ja. Das eine Bild, das hat mich sehr an Nena erinnert, irgendwie aus den 80ern. Und schwarz-weiße. Ja, ja. Mit der Friese und alles. Es war schon, es ist Unikat, bist du, hör mal. Unikat. Jeder ist Unikat. Das meintest du wahrscheinlich auch eben. Du wolltest sagen, dass der Kerl ein Unikat ist. Nee, übrigens. Nee. Übrigens, ja, ist das Wort gewesen. Übrigens. Das, die sehen aus wie übrigens, hä? Nein. Doch, es ging doch darum, wie die aussehen. Nee, wie die heißen. Doch. Die Dinger heißen ja übrigens MeTool, wollte ich sagen. Oh, ich dachte, du meinst irgendeinen Begriff, wie die verfickten Kackteile heißen, Mensch. Nee, deswegen hab ich ja gesagt, du sollst es ignorieren. Ich hab halt manchmal so ein Gehirndünnschiss, ey. Du kommst jetzt irgendwie mit so einem total fachlichen Fachwort irgendwie um die Ecke von wegen hier. Das sind die... Dinger. Übertrierungskatatonia oder so. Weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Was ist auch immer? Nein, sie meinte einfach übrigens. Ja, Mann. Sehr oft dich drüber lustig zu machen, ey. Mach mich doch gar nicht darüber lustig. Fagen. Oh. Fagen, ja, die gibt's in der Biologie. Das sind so Virenteile. So. Echt? Ja, ja. Die schleusen sich, dann gibt es die Bakterien, gibt die Viren. Dann gibt's bei den Viren gibt's dann zum Beispiel auch die Phagen. Die bohren sich dann quasi so in die Zellkörper ein und sowas alles, das weiß ich noch. Okay, das war eigentlich ein anderes Wort, also nicht ein anderes Wort, das war einfach nur Fuck. Ja, ja, aber Phagen. Ja. Phagen halt. Aber ehrlich gesagt, vielleicht ist das gar nicht mal so schlimm, wenn man da dann wieder startet, weil dann hat man zu dem Zeitpunkt halt mehr Energie wieder, ne? Ja, aber ich hätte dann ja sowieso beim Endboss wieder einmal volle Energie, weil ich bekämpfte nicht mit einem halb vollen Dings. Ja, 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 gut, stimmt auch wieder. Okay. 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 Der ist auch so ein bisschen unnütz irgendwie, ne? Der hat mich aber getroffen, er zieht auch ganz schön. Ja, gut, dann ist er, war er doch nicht so unnütz. Ich versuche den jetzt hochzumachen, wie es dann jetzt am Ende aussieht. Also wenn es gut aussieht, benutze ich den Energietank. Wenn es nicht gut aussieht, dann warte ich den nächsten Versuch ab mit dem Energietank. Ja. Wir müssen uns halt darauf einigen, welche Taktik wir verfolgen. Schießen. Ja, ist schon mal nicht schlecht für einen Anfang. Ausweichen und nicht treffen lassen. Ja, aber der hat ja schon so ein Muster drin. Also so, der hat ja immer so 2-2 halt, ne? 2 oben, 2 unten. Ja, aber... Und so. Obwohl er da auch nicht immer gleich schießt. Ist halt fies. Oh, du Nahkampf-Wichser, Mann. Noch ein Charakter, gegen den wir kämpfen. Nahkampfwichser, man. Das ist die digitierte Form vom Nahkampf, man. Ja. Ja. Ah. Das ist aber auch einfach ein Klabauter, Mann. Ja. So, jetzt kriege ich das hin. Reit aus dem Transformerturm raus. Und da kommt er dann, ja. Der hätte auch ein bisschen was mit den Augen irgendwie Probleme. Der blinzelt so oft. Weil er dumm ist. Ja. Dumme Leute blinzeln immer oft mit den Augen. Das ist festgehalten so. Steht in den Statuten von 1897 drin. Dumme Menschen. Genau, Paragraph 5.
Dumme Menschen blinzeln häufig mit den Augen. Nehme ich den jetzt schon oder nicht? Komm. Na gut, dass ich ihn genommen habe. Toll. Ja! Ja! Oh! Endlich, ey. Aber auch nur noch einen Balken hatte ich. Oh, ich hab grad so mitgewiesen. Oh, geil. Ja, schön. Nee, hart. Ey, das Alter, Passwort muss ich mir jetzt erstmal... Ich fotografiere es mir am besten ab, das geht schneller. Mit 0,01% Energie. You got Needle Cannon and Rush Jet. So, ganz wichtig, Passwort. Das ist aber echt eine interessante Option, wie man so Passwörter macht. Komm, mach Handy. So einer ollen Excel-Tabelle da. So, Foto ist gemacht. Stage select. Ah, ihn hier? Ja. Der Gemini, Mann. Gemini auf die Nerven. Das wird der Toni so schreiben. Evil. Das Gemini auf Gemini auf die Nerven. Oh, das sieht aber schön aus. Mit dem Sternenhimmel. Ich lass mich jetzt erstmal töten. Ich darf mich nicht töten lassen. Dankeschön. Macht mich tot. Los. Weißt du, wenn man sich töten lassen will, ne, dann will das nicht sofort. Schmeiß mich mit deinen Eiern. Dankeschön. Aber die Todesanimation ist cool. Wusch, wusch, wusch. Das ist auch schon seit Mega Man 1 so. Ah, okay. Na, ich hätte auch auf Continue gehen können. Von wann ist denn das erste Mega Man? Zwischen 85 und 87, glaube ich. Ah ja, okay. Also 86. Keine Ahnung, Mann. Das ist auch wieder ein neuer Gegner. Das ist ja... Also wenn ich programmiere irgendwann mal ein neues Mega Man, dann mache ich so mit dem Nahkampfmann. Keine Ahnung, Mann. Nahkampfmann. Nahkampf-Wichser-Mann hatten wir eben auch noch, ja. Das wäre ey geil. Ich habe schon so viele Charaktere, ey geil. So viele schöne Chars. Das Ei. Fast wie bei den Eierlieben. Ja genau, flieg du mal da unten rum. Kein Problem. Ja, genau. Mega Man. Mega Man. Mega Man. Eine kleine Energie. Wäre schön. Oh, ja, ich habe gerade eine bekommen. Achso, der hätte ich nicht gesehen. Wer macht denn diese komischen Fontänen da? Machen das diese Fliegeviecher oder kommen die von selber? Achso. Jetzt kacken die da runter und dann macht das so BÄM. Es ist so. Wie es aufprallt in der Schüssel. Das erinnert mich jetzt gerade irgendwie an die Folge von South Park. South Park. Oh. South Park. In Saus und Braus. Ja, hier wieder. Hallo? Gut, dann verpiss dich. Da fliegt er wieder als lila Stahlträger in den Himmel. Ja. Ah, nee, das hier ist die Spermien. Oh, da oben ist ein Leben. Ja. Spermien.